Vor dem Jahr 1938 gab es in Baden eine vielgestaltige jüdische Gemeinde, die nach dem Anschluss dem Naziterror zum Opfer fiel. Von der Stadtgemeinde Baden werden einmal im Monat Stadtspaziergänge veranstaltet, die an das rege jüdische Leben erinnern. Der Stadtspaziergang beginnt am Josefsplatz, beim Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Verlängert man in Gedanken die 2,50 Meter langen Stäbe, so ergeben sie einen imaginären Judenstern. Die Dreiecke am Boden erinnern an die dreieckigen Aufnäher, die Ausgegrenzte und politisch Verfolgte während der Nazizeit gut sichtbar auf dem Mantel tragen mussten. Im Vorjahr 2017 hat die Stadtgemeinde Baden ein Mahnmal errichtet, wir stehen gerade drinnen. Und anlässlich dieser Errichtung des Mahnmals ist auch ein Stadtspaziergang in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt entwickelt worden, damit man eben die Geschichte der Badener Jüdinnen und Juden erzählen kann. Es sind 12 Stationen vorgesehen. Wir enden bei dem Spaziergang auch immer in der Synagoge, die einzig aktive Synagoge Niederösterreichs. Vor 1938 hatte die jüdische Gemeinde in Baden 2000 Mitglieder. Heute werden in der Synagoge 120 Mitglieder aus dem gesamten südniederösterreichischen Raum betreut. Es sind ein paar wieder zurückgekommen und ansonsten hat es so eine sukzessive, langsame Ansiedelung gegeben. Gottesdienste werden berichtet ungefähr ab 1946 wieder. Vorgebetet wird entweder vom Präsidenten Eli Rosen oder einem anderen, der das sehr gut und sehr liebevoll macht. 1938 war die große Zäsur. Man weiß nicht genau, warum gerade diese Synagoge die Pogrome überstanden hat. Es wurde der Friedhof gesprengt, die Mikwe gesprengt, die zweite und dritte Synagoge gebrandschatzt und, und. Diese Synagoge blieb aber bestehen, ist auch nicht ausgebrannt worden, wahrscheinlich, weil die Feuerwehr daneben war. Und wahrscheinlich konnte man das Gebäude auch dann recht gut benutzen. Baden ist eine traditionsreiche Kur-, Musik- und Theaterstadt. Sie ist reich an schönen Plätzen und Häusern. Diese Entwicklung ist auch untrennbar mit der Geschichte der Badener Jüdinnen und Juden verknüpft. Die Villa Hahn oder die Villa Gutmann sind dafür gute Beispiele. Ab 1860 entfaltet sich ein reges gesellschaftliches Leben in der Stadt, zum Beispiel im Salon von Fanny von Arnstein. Während ihrer Sommeraufenthalte in Baden, in diesem Haus, das die Arnsteins auch besessen haben, brachte sie sozusagen diesen Geist, ja, der Wiener Salonier hierher in die Stadt. Und das war für die Stadt natürlich ein sehr großer Gewinn. Über und neben der Synagoge befindet sich das ZIP, das Zentrum für interkulturelle Begegnungen. Hier werden seit einigen Jahren Lesungen, Musik- und Filmveranstaltungen abgehalten. Der nächste Stadtspaziergang findet am Freitag, dem 23.03. statt. Karten dazu gibt es im Badener Beethovenhaus.